Die sind ja alle so lang. Flugvorbereitungen. Die Männer brauchen Luftballons für die Oberweite, damit das Dirndl in Übergröße richtig sitzt. Das Dirndl zieht mir in Tiefen rein. Ich hoffe, dass mich die anderen raushält. Erstmal springen ja die Damen vom Badesteg der Wasserwacht. 4 Meter tief in den traumhaften Lautersee, sogar die ganz Kleinen. Eine Ballerina. Eine Ballerina macht sie. Eine von 38 Dirndlfliegern insgesamt. Urlauber, Einheimische und diese 4 Mädels aus Niederbayern, die extra angereist sind für den Junggesellinnenabschied. Vom Sprung ins kalte Wasser ist die künftige Braut begeistert. Das ist was sehr Besonderes. Für Gewand und Figur gibt es übrigens Punkte von Heidi Reiser, die alles mitorganisiert. Da brauchen wir natürlich auch große Größen, 48, 50 für die korpulenten Männer. Ja, und dann müssen sie wieder trocknen und dann muss ich die wieder zurückschicken. Es ist ein bisschen Aufwand, aber es ist einfach der Spaß. Jetzt sind die Männer dran, mit sportlichem Ehrgeiz selbst im Dirndlgewand. Da muss die Jury am Ufer des Lautersees schon ganz genau hinschauen. Wenn es eine Planscherei ist, dann muss natürlich gescheit spritzen. Und wenn es ein sauberer Hecht sein soll, darf er nicht spritzen. Das ist je nachdem, was für eine Ausführung das ist. Sprünge sind auch wesentlich schwieriger diesmal. Also letztes Mal war alles ein bisschen einfach, aber diesmal haben wir schon gut nachgelegt. Gut für die Männer, dass es nach dem Eintauchen keine Haltungsnoten mehr gibt. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt. Es zieht ganz schön die Füße umeinander. Zumindest die Oberweite gibt Auftrieb, wenn sie beim Eintauchen nicht gerade verrutscht. Der 2. Dirndl-Flugtag am Lautersee, nicht nur eine Riesengaudi. Das ist ein Stückchen Heimat da herum und mich freut es, dass alle so dabei sind und alle da mitmachen. Das ist so schön. Sieht ganz danach aus, dass es in 2 Jahren die Fortsetzung des Dirndlspringens am Lautersee gibt.